In der 8. Etappe der Tour de Suisse 2006 führt ein Rundkurs die Fahrer über Berg und Tal. Mit dabei ein altbekannter Profi, Alberto Contador. Heute, 16 Jahre später, kommt die Tour de Suisse zurück nach Albi. Die 5. und 7. Etappe bieten das perfekte Ambiente für die Startorte dieser beiden Tage. Zurück im Jahre 2006 brachte Contador an jenem Tag bereits früh die Vorentscheidung. Mit einem Solo-Ritt legte dieser sich vom Feld ab und brachte seinen Vorsprung ins Ziel. Der Spanier siegte mit über 30 Sekunden Vorsprung und einem Stundenmittel von über 38 km pro Stunde.